Quintilius. Was hast du denn? Hannibal entbietet der Herrin seinen Gruß. Er wünscht dir eine recht angenehme Reise und hofft, dass er die schöne Silvia in Kürze wiedersehen wird. In Rom! Wo warst du heute Nacht? Warum fragst du? Ich habe dich zusammen mit Hannibal gesehen. Sag mir, welchen Preis hast du für unsere Freiheit bezahlen müssen? Silvia! Silvia! Verzeih mir. Das war sehr töricht von dir. Wir haben unsere Freiheit nur der Großmut Hannibals zu verdanken. Glaub mir. Ich habe nicht den geringsten Grund, an deinen Worten zu zweifeln. Ich kenne dich viel zu gut, um anzunehmen, dass irgendetwas Unrechtes vorgefallen ist. Aber ich fürchte, dass du diese großzügige Geste Hannibals nicht richtig gedeutet hast, mein Kind. Warum dieses Misstrauen? Wir waren seine Gefangenen. Vergiss nicht, das Leben deines Sohnes war in seiner Hand. Er hätte sich an dir rächen können, wenn er gewollt hätte. Hannibal hat nur ein einziges Ziel. Darüber sind wir uns doch wohl alle einig. Aber das erreicht er nicht dadurch, dass er meinen Sohn tötet. Ich weiß genau, dass er nur den Frieden will. Er will den Untergang Roms. Und dir hat er die Aufgabe zugedacht, uns über seine Macht zu unterrichten. Er will uns beunruhigen, um leichteres Spiel zu haben. Nur deshalb hat er dir die Freiheit wieder gegeben. Begreifst du das denn nicht, Silvia? Du bist ungerecht gegen ihn. Nur weil du ihn hasst. Du solltest wenigstens einen Versuch machen. Es wird sich ja bald herausstellen, ob er aufrichtig ist oder nicht. Und wenn er wirklich den Frieden will, könntest du das Leben von Tausenden retten. Es wäre ein Zeichen von Schwäche, jetzt mit ihm zu verhandeln. Aus deinen Worten spricht nicht die Vernunft, als vielmehr das Herz. Habe ich es nicht gesagt? Sie hat vollkommen den Kopf verloren. Eine Frau beurteilt die Dinge eben anders.